Good. So, meine Freunde, Diddy ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und ja, es freut mich auf jeden Fall, oder euch freut es auf jeden Fall, dass ihr mich immer noch auf diesem Kanal begrüßen könnt. Nämlich, ich mache auf jeden Fall hundertprozentig weiter. Und es kommen jetzt immer Dienstag und Samstag ein Video von mir. Ist jetzt auch ein bisschen geplanter bei mir. Ich musste wirklich so eine kleine Pause haben von YouTube, wobei ich schon öfters solche Zeiten hatte, wo ich wirklich keine Videos gemacht habe, die im gleichen Zeitraum waren. Aber ich habe mir da mal wirklich mal Gedanken drum gemacht. Und ja, da ich jetzt eigentlich kein direktes Thema habe, sondern einfach eine kleine Geschichte aus dem Real Life und alle so, ja, eine Geschichte von DD aus dem Real Life, kann ja eine Klasse sein. Nee, ist nur eine Kleinigkeit, über die ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Wir waren nämlich einfach ganz gechillt in der Schule und dann kam unsere Deutschklassenlehrerin einfach mal reingesteppt und hat sich gedacht, gebe ich denen vielleicht mal einfach ihre Klassenarbeit wieder. Aber natürlich am Ende der Stunde, ja, fragt man einfach mal so nach, jo, kriegen wir am Anfang der Stunde unsere Arbeiten wieder, sagt sie einfach, nein, nicht vor vier. Ja, kennt ihr vielleicht den Insider von Patrick? Nein, nicht auf vor jeden vier. Fall, kriegen wir die am Ende der Stunde wieder. Beziehungsweise, ich möchte einmal kurz ein Wort dafür einlegen, sie hat mich und Sascha voll auf den Kieker, diese Lehrerin. Also, die ist mit uns gar nicht sympathisch, glaube ich. Also die mag uns auf jeden Fall nicht. Naja, ihre Sache. Auf jeden Fall haben wir dann unsere Arbeiten wiedergekriegt. Und dann gibt es ja immer diese Notenanschrift. Halt von wegen, wie viele Zweien gab es, wie viele Einsen gab es und, und. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben eine vier Reihen. Ja. Und in der ersten Reihe sind es eigentlich fast nur Jungs. Ja, wenn man zwei Tische vertauschen würde, hätten wir wirklich nur eine Jungsreihe und die anderen drei Reihen wären einfach nur Weiber, weißt du? Wobei die Weiber in meiner Klasse, die kannst du wirklich vergessen. Die kannst du wirklich in die Mülltonne drücken, ja? Das ist der größte Dreck, den es. Boah, nee, darüber mache ich noch ein einzelnes Video. Das ist. Boah, nee. Wenn ich da schon wieder anfange, darüber nachzudenken, ist es schon eine Katastrophe. Auf jeden Fall kriegen wir so die Arbeiten wieder. Mach so auf, 2, so, der andere eine 3, der andere eine 2, eine 1, alles mal am Start vorne in der Reihe. Und dann kommt es so an und dann, jo, Durchschnitt, bla bla bla. Und sie sagt so, jo, die Jungs haben diesmal besser abgeschnitten. Und ich einfach nur so, Alter, ich hatte so ein dickes Grinsen in der Fresse, ne, das gibt's gar nicht, ey. Ich weiß noch ganz genau, Julian, ihr kennt ihr noch vielleicht aus Black Ops 2, mit dem habe ich mal Road to Commander gemacht. Liebe Grüße an dich. Ne, Bauer Hermann, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon wieder so ein dummes Grinsen. Auf jeden Fall kann man ja einfach, wenn du ihn einfach anguckst, ja, das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Der grinst den ganzen Tag über, obwohl das wahrscheinlich nicht will oder so. Du musst einfach grinsen. Du musst einfach grinsen. Ja. Dann gibt es so eine richtige Strieberfotze, ja, in unserer Klasse. So eine richtige Ober. Ja? Du sitzt so hinten, ja? Mal gucken, ob sie das Video sieht. Auf jeden Fall sitzt sie da so ganz gechillt. Und dann fängt sie so an. So eine Art so im Kopf halt so. Das kann doch jetzt nicht sein. Jungs, besser im Durchschnitt. Was soll ich jetzt sagen? Das kann doch nicht sein. Oh, ich habe schlechtere Note als die. Das kann doch echt nicht sein. So richtig am Verzweifeln mäßig. Ich war 100 pro, ey. Und dann drückt sie einfach den Spruch aus. Jungs haben ja mehr Zeit. Das ist geil. Ohne eine Argumentation, ohne irgendwas. Das ist total wirre. Warum sollen wir denn angeblich mehr Zeit haben? Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollen wir denn mehr Freizeit haben? Wir stehen auf, ja? Wenn die irgendwas mit ihr 2 Kilo Schmink in die Fresse schmieren müssen, ja? Nicht mein Problem, da vergeuden sie ihre Zeit. Dann steh eben früher auf, ja? Dann schlaf nicht so lang. Ja? Oder geh früher ins Bett. Kommst du aufs Gleiche drauf, ja?
So, da kann man sich schon mal nicht die Schuld geben. Hunger und mehr Zeit, ja. Genauso essen. Das, jeder Mensch isst doch gleich, verdammt nochmal. Ja, also da kann es einfach nicht der Grund sein. Und es kann einfach nur der einzige Grund sein, die machen ja irgendwas nebenbei. Die haben noch irgendwas Real-Life-Technisches, was richtig wichtig ist, ja. Nun ja, ich mache YouTube und das, gerade Sascha, weil der lädt ja extrem viel hoch, im Gegensatz zu mir. Und trotzdem ist das gar kein Problem für ihn. Liegt natürlich auch einerseits auch an seiner Leitung. 3K-Leitung bei mir natürlich am Start. Da kannst du nicht viel hochladen. Also wenn ich nur über die Zeit nachdenke, wie lange ich für dieses Video schon wieder hochladen brauche, ist wirklich eine Katastrophe. Aber das Geile ist, ohne eine Argumentation darauf anzukommen. Und das Einzige, was ich mir denken könnte, gut, wenn man einen Freund hat, eine Freundin, dann investiert man oder man muss da in Zeit investieren, ja. Wenn man die einfach so nebenbei hat, funktioniert das nicht, ja. Aber, Mann, ich, Alter, das ist M, ne? Auf jeden Fall, wenn man... Wenn ich jetzt einfach sagen würde, jo, ich habe einen Nebenjob, weißt du, weil ich ein bisschen Geld nebenbei verdienen möchte oder so, ja. Das ist ja, das ist, sie hat hundertprozentig tausendmal mehr gelernt als wir, ja. Die setzt sich so für ihre Noten ein, ja. Und dann kann sie es nicht akzeptieren, dass wir in Anführungszeichen einmal besser sind als sie, ja. Also, ganz ehrlich, ne. Kannst du vergessen, solche Leute. Kannst du wirklich vergessen. Nee, wenn ich mir sowas einfach nur vorstelle, wie kann man auf so eine dumme Argumentation kommen? Wenn man einfach nicht weiß, was man im Moment sagen kann. Hm, die sind besser als wir. Hm, das kann doch gar nicht sein. Wir sind hier immer hinten am Abgucken. Das ist aber komisch, ja? Also, Gott, Alter. Ich baue mir jetzt nochmal einen kurzen Insider einbauen. Hier sind schon viele Haare auf meinem Tisch. Ich weiß auch nicht, was los ist. Dann möchte ich nochmal einen anderen Menschen grüßen. Ich muss ja einfach so viele grüßen. Einmal ein paar Leute, die wirklich Fans von mir sind, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, die einfach nicht nirgendwo so sagen, boah, ich guck mal die Videos, die sind wirklich begeistert von mir, das hätte ich echt nicht erwartet. Die gucken sich das wirklich an, ja, die schreiben mich auf PSN die ganze Zeit an und nicht irgendwie, oh, mal zocken, mal zocken. Nein, die fragen einfach nett, ja, und dann sage ich, nee, heute ist keine Zeit, dann ist das für die total in Ordnung. Das finde ich total korrekt, nicht so wie die andere Spitze, die einfach, während ich Black Ops 2 mit 4 Leuten zock, ja, der einfach reinkommt, mit Einsatzschild mir hinterherläuft, ja, und sich dann über meinen Score beschwert, ja. Boah, nein, Alter. Das kann's nicht sein. Sowas kann's echt nicht geben. Das sind einfach... Boah, nee, ey, da krieg ich wieder so einen Hals. Auf jeden Fall möchte ich einfach mal in den Kommentaren wissen, was eure Meinung zu dieser Sache ist, einfach zu diesem Argument. Jungs haben mehr Zeit. Ja, möchte ich einfach mal wissen. Dann möchte ich einfach mal den Lauren grüßen. Schalte verdammt nochmal den Adblogger aus, ja. Du wolltest, dass ich das sage, also schalte verdammt nochmal den Adblogger aus. Und ja. Ich würde einfach mal sagen, lasst eine Bewertung am Ende. Einfach mal einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Einfach mal da. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat und was ihr zu dem Argument haltet. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, ciao und genießt auch das Gameplay. Jeden Gang, die letzte Kugel der SKH durch den Kopf eines Gegners durchgebrannt. Granate zünden, Gegner hüpfen zur Deckung, um zu entwischen. Kimme und Korn schon längst drauf gerichtet. Victory on the mission, du triffst sie nicht alleine, weil der nächste dir schon das Messer in die Kehle rammt. Ein Raum steht bevor,
Blendgranate rein gespread, bis der Raum voller Leichen scheint. Egal wo ihr euch versteckt, der Schein drückt der Obi am Himmel, der eure Standpunkte rausfindet. Weil ihr dann nicht genug gedemütigt seid, macht euch auf Bombengeschwader per Swarm bereit. Selbst mit euren Camperscopes können sie euch erwischen, Schalldämpfer anlegen und in die Hölle blicken. Victory per Endcard in das Game gerufen, der Rest weint schon, weil ihre KD6 Gaha angelegt, alles down und es geht in den Spawn, um den Sieg erstmal hervorzusehen. Kugel per Kugel fallen die Gegner, Victory massakrieren ihre Kontrahenten. Gaha angelegt, alles down und es geht in den Spawn, um den Sieg erstmal hervorzusehen. Kugel per Kugel fallen die Gegner, Victory massakrieren ihre Kontrahenten.